Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich dir etwas ziemlich Dummes, denn ich denke, dass ich mich nicht behaupten kann in der Open Meisterliga, da viele Legendäre auf Level 50 bestimmt unterwegs sind. Und ich würde sagen, let's go! Ich bin mal gespannt, wie viele legendäre Pokémon ich hier so begegnen werde. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, womit ihr so rechnet, denn ich glaube, das ist mit... Ich glaube, das ist das zweite Set, das ich hier mal probiere und ja, ich bin gespannt. Macho? Oh, okay. Mhm. Geile Führung, die sehe ich gerne. Ich gehe ins Mirror, ich muss raus, ich habe gar keine andere Wahl. Und jetzt sind wir halt out of sync, das gefällt mir gerade echt nicht. Und er wechselt, okay. What? Starkes Mewtwo am Start auf jeden Fall. Ja, okay, das tut weh. Da überlebe ich, glaube ich, keinen einzigen Angriff, oder? Nicht auf der Range. Togekiss hat so gute Vorarbeit geleistet. Ich denke nicht, dass ich da was überleben werde. Nee, come on. Bitte, lass mich ein Schild ziehen. Vielleicht habe ich danach nochmal die Chance, wenn ich ein Schild ziehe. Komm schon. Ja, okay. Es ist noch alles offen, Der Gegner sollte... Ja, er macht's gut. Er farmt zu viel. Er holt sich zwei Attacken über die... Okay. Alles klar. Mit dem Grundgedanken, wenn ich jetzt schilde, ballert er mir die nächste Attacke. Interessant. Ich farme mit Melmetal runter. Ich glaube, das ist mein einziger Way to go. Wir gehen hier rein, farmen komplett runter und hoffen, dass wir das Ding nochmal rumreißen können. Ich muss schilden, ich habe gar keine andere Wahl, weil der Fokusstoß, der ist schon lange ready und ich habe keine Lust, einen Fokusstoß zu fressen. Okay, Spukball. Hätte ich durchlassen können und ich hoffe, dass er keine Attacke mehr schafft. Bitte nicht. Auf die letzte Sofortattacke getimed. Oh, das ist lecker. Und wir sehen, habe ich richtig gesehen? Ich glaube, das war ein Staloborn, ne? Oder? Okay. Ja, doch, müsste ein... Ja, okay. Uff. Ja, der Gegner ist sehr, sehr gut. Er weiß, dass er die Attacke überlebt. Jetzt komme ich halt hier rein. Togekiss kommt wieder rein. Farm mich komplett runter. Der Gegner hat schlau gemacht. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er sich so viel Energie gespart, dass er mir gleich eine Attacke gedrückt, weil er den Ladeattacken-Gleichstand gewinnt. Ziemlich doof. Ich muss eigentlich nur hoffen, dass er die Attacke noch ready hat. Und hier muss ich ködern. Ich habe gar keine Wahl. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die... auf den Kreuzhieb, denn ich hoffe, ein Schild zu ziehen vom Gegner. Wenn das klappt, kann ich mit Melmetal definitiv runterfarmen oder beziehungsweise auf zwei Attacken runterfarmen, das ist mein Play. So, wir hauen jetzt raus. Flammenwurf nimmt uns selbstverständlich nicht raus. Ist in der normalen Meisterliga nicht so, also in der Classic nicht, also wird das hier auch nicht so sein. Sind halt 10 Level mehr für beide. Ich muss runterfarmen, gar keine andere Wahl. Oder zumindest, dass ich zwei Attacken ready habe. So, setzen wir ein. Passt. Das Ding nehmen wir raus. Meine einzige Hoffnung ist, dass der Gegner eventuell die Attacke nicht ready hat oder overfarmt. Weil dann gewinne ich das noch. Komm schon. Okay. GG, gut gespielt. Er hat es vorhin sehr, sehr gut gemacht und hat sich in der Attacke aufgespart. Alles klar, dann verlieren wir hier mit dem ersten Kampf. Okay. Was soll's, ich kann jetzt nichts mehr dran ändern. Wir haben das Ding verloren und ja, gibt Schlimmeres, denke ich. Egal, gehen wir direkt in den nächsten und hoffen einfach, dass das funktioniert. Ja, vertippen wir uns erstmal, warum auch nicht. Jetzt haben wir so viele Sets gezockt in der Classic. Da ist das schon fast ein Automatismus, einfach da wieder drauf zu klicken. Okay. Sind hier längere Wartezeiten eventuell? Hat keiner Lust auf die Classic? Hallo? Gegner? Okay, ich denke, ich warte jetzt noch ein paar Sekunden und dann versuche ich nochmal zu suchen. Komm schon, lass mich doch jetzt hier nicht anfangen zu cutten, oder? Ah, bitte nicht. Komm, ein paar Sekunden warten wir noch. Dann suchen wir nochmal und wenn es dann nicht funktioniert, muss ich halt einen Cut setzen, ne? Gar keine andere Wahl. Ja, so kann man ein Video natürlich auch künstlich in die Länge ziehen, ne? Come on. Na los, lass mich doch nicht warten. Tut mir leid, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich beim nächsten Mal so eine lange Pause hier einfach wegcutten soll. Komm, wir suchen jetzt einfach nochmal. Lass uns nochmal raus, gehen wir nochmal rein. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare und dann gucke ich einfach, dass ich eventuell dann solche Stellen hier cutte. Nur dann ist doof, dann höre ich mitten im Satz auf. Von daher wäre das gar nicht mal... Ja, schreibt mir rein, wie ihr das haben wollt. Und komm schon, Kampf beginnt und da ist er. Alles klar. Ich bin mal gespannt, was der Gegner so am Start hat. Bitte irgendwas, wo ich die Führung verliere. Genau, darauf habe ich extrem Bock. Gerne. Alles klar und wir gehen direkt wieder raus. Aber diesmal sieht es aus, als wären wir synchron, ne? Ja, besser. Viel, viel besser als im ersten Matchup. Das Problem ist jetzt... Entweder gehe ich auf die Attacke oder versuche runterzufarmen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich glaube, ich hau direkt die Attacke raus. So, perfekt. Das ist gut. Alles klar.
Ich glaube auch nicht, dass der Gegner schilden muss. Er würde das hier überleben. Glaube ich zumindest, ne? Er schildert. Geht er raus? Okay, er setzt auch ein. Dann lasse ich mich jetzt, glaube ich, draufgehen. Ich behalte meinen Schildvorteil, den ich habe. Denn ich habe die Hoffnung, dass ich damit was reißen kann. Zwei Attacken kriegt er noch und dann nimmt er mich raus. Ich gehe auf den Hard Farm mit Melmetal. Aber ich muss die Uhr runterticken lassen. Ich bin im Verzug, weil ich gerade gewechselt habe. Muss ich mir wieder hier einen kleinen Vorteil erschleichen. Das heißt, wir warten, gehen dann hier drauf, damit er jetzt nicht irgendwie ein Hardkonter kommt. Okay, er bleibt drin. Aus welchem Grund auch immer. Aber es ist in Ordnung. Wir zählen jetzt hier mit. Okay, das waren jetzt 7, glaube ich, gewesen. Von daher kann das hier nur ein Aeroas, eine Antikraft oder sonst was sein. Also braucht man da nichts fürchten. Kein Schild, nichts. Und das macht halt überhaupt keinen Schaden. Vollkommen in Ordnung. Jetzt fahren wir komplett runter. Wir gehen hier mit 100 Energie raus. Alles, was jetzt kommt, wird. Ja, ich kann Schaden austeilen, ne? Und ich habe noch zwei Schilde. Oh! Okay. Entweder ziehen wir jetzt ein Schild oder machen massiven Schaden. Danach setzen wir nochmal eine Sofortattacke ein und gehen dann nochmal auf die Ladeattacke, glaube ich. Das ist der Play. Okay. Er hat ihn durchgelassen, ne? Durch diese Animation. Okay, was mache ich denn hier gegen? Ich glaube, ich drücke jetzt zweimal Kraftkoloss und gehe danach raus. Das ist, glaube ich, mein Play. Dann habe ich mein Macho noch mit zwei Schilden. Und das sieht, denke ich, gut aus. Ich möchte hier ein bisschen Vorarbeit machen. So, der dritte Kraftkoloss, der macht nicht mehr allzu viel, weil ich halt schon abgeschwächt bin. Aber danach gehen wir direkt rüber, komm, und zack. Zwei Schilde mit Macho. Ich kann theoretisch runterfahren und der Gegner hat verloren. Der macht nichts mehr. Und ich denke, dass das jetzt hier Win ist, ne? Gibst du auf oder willst du dir das noch antun? Okay, du gibst auf, sehr gut. Alles klar. Ich war für einen kurzen Moment am Überlegen, ob er sich das hier nochmal reinziehen will, wie er komplett runtergefarmt wird, aber ist in Ordnung. Dann machen wir das so. Okay, schöner Kampf. Sehr, sehr schöner Kampf. Und ja, mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon ziemlich viel Bock auf die Open Meisterliga, aber ich habe 4 Pokémon zur Verfügung. Ich habe mir noch meine Krypto-Marmutel hochgezogen, das Hunderte. Das Hunderte, genau, das Hunderte, das habe ich mir hochgepusht. Und. Oh, come on, wie viel Führung soll ich denn noch verlieren? Hätte ich einfach Togekiss nach vorne packen sollen? Boah, mit Togekiss vorne wäre das echt schmackhaft gewesen, oder? Was ist denn jetzt hier eigentlich mein Play? Macht das überhaupt Sinn, hier auf die Attacke zu gehen? Ich glaube, ich darf nicht rauswechseln. Ich habe nur eine Antwort gegen dieses Pokémon, das ist halt mein Togekiss. Und sobald ich rausgehe. Das gleiche Problem hatte ich auch vorher in der Classic mit Melmetal vorne. Und mit Kyogre und Togekiss hinten. Ich habe nur eine Antwort gegen das Pokémon. Wenn es in der Führung ist und ich nicht die Antwort auch in der Führung habe, sieht es ziemlich bescheiden aus. Ich muss mich jetzt hier drauf gehen lassen, komme dann in Togekiss, werde eine Attacke schilden, weil ein Spukball kommt auf jeden Fall. Falls er ködert. Ah nein, wir schilden, wir schilden, wir schilden. Der wird niemals ködern. Glaube ich nicht. Okay, perfekt. Wenigstens die wichtige Attacke geschildert. Aber das Problem ist, dass er noch eine erreichen sollte, oder? Oder? Nice. Nicht mal mehr die Unheilbögen geschafft. Okay, was mache ich hier gegen? Ach, come on. Auch eine beliebte Kombination, glaube ich, ne? Habe ich auch schon öfters gesehen. Togekiss, Giratina mit Melmetal. Einfach als Hardcounter für Togekiss. Hat man dann noch etwas vorne, das hinten. Hat man noch etwas hinten, das dann Togekiss auskontert in der Führung? Was spielt man denn dann noch? Was hat man denn dann noch? Ich habe keine Wahl mehr, ich muss hier rüber. Und ich werde einen Kraftkoloss fressen, wenn er den einsetzt, einfach nur weil ich. Es würde mir viel zu dolle wehtun, in der Situation Steinhagel zu ködern. Und wir. Okay. Ist doof. Und wir haben verloren. Alles klar, das können wir sein lassen. Ich kriege das Ding nicht mal weg und das Melmetal auch nicht. Und ja, ich kann jetzt hier nochmal einsetzen, einfach für Spaß, weil. Kann ich nicht mehr regeln. Das wird leider nichts mehr. Und ja, jetzt setzen wir hier ruhig nochmal ein. Und ja, hätte ich die Führung gewonnen, hätte ich das, glaube ich, bei diesem Team machen können. Mit Togekiss vorne wäre er mit Melmetal eventuell reingekommen. Dann hätte ich ganz entspannt mein Macho geholt. Und ich denke, dass das gut funktioniert hätte, wenn ich ehrlich bin. Leider wird das hier nichts mehr. Ich kann das Ding jetzt runterfarmen, glaube ich, bevor er noch eine Attacke schafft, oder? Ja, perfekt. Das Ding ist runtergefarmt und was mache ich jetzt? Jetzt lasse ich den einfach ein. Komm on, ich brauche den gar nicht einsetzen lassen, das wird nichts mehr. GG, schön gespielt.
Und ja, wir gehen einfach in den nächsten Kampf, gucken, ob wir da nochmal was reißen können. Ich merke, dass so ein Macho in der Führung nicht gerade einer meiner besten Ideen ist, oder? Was meint ihr? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Können wir wenigstens eine Führung gewinnen? Komm schon, eine kann man doch wohl gewinnen, oder? Nein, kann man scheinbar nicht. Obwohl ich den outspeede, ich denke, dass das gar nicht so schlecht wird. Wir müssen hier einfach mitzählen. 2, 3, ja, das passt. Das passt. Der Gegner? Ich habe ihn im Gleichstand erwischt, das ist dumm. Ich hätte eventuell nochmal versuchen sollen, auf den Konter zu kommen. Das ist nicht so klug gewesen, aber ich outspeede den Gegner. Das heißt, ich baller gleich einfach zweimal die Attacke raus, bevor der Gegner, der ist noch 2 Sofortattacken von seiner weg, vom Surfer. Von daher werde ich das zwar hier mit einem Schild. Ja, ich bin halt im Schildnachteil, aber das Ding werde ich gewinnen, wenn er nicht schildet. Wenn er den durchlässt, müsste ein Konter ausreichen. Der Konter kommt früher an, vor seiner Kaskade. Das wiederum bedeutet GG. Und Führung gehört mir, ne? Komm, da kommt kein Schaden an. Perfekt. Ich habe die Führung. Vollkommen gut. Mewtwo, ich muss... Uff, die WP, ne? Oder? Habe ich mich jetzt verguckt. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Erstmal ballern wir hier den Steinhagel raus, gucken, was kommt. Zeig ich mal die WP. Ich glaube, du hast einfach nur den Best Buddy Boost am Start, ne? Ich muss jetzt hier rüber, ich darf mich gar nicht farmen lassen. Bitte hab keinen Fokusschuss, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte, bitte, bitte. Warum? Warum? Spiel doch Spukball. Mach doch, sei doch Double Legacy, Mann, hör doch auf. Ja, was soll ich denn hier noch reißen? Was soll ich hier noch reißen? Ich kann dich runterfarmen, ja, okay. Und was mache ich dann? Nachdem ich dich runtergefarmt habe, habe ich ein Pokémon mit 2 Schilden. Ja, super, freut mich doch. Easy, alles klar, das gewinnen wir auf jeden Fall noch. Come on. Das gewinnen wir tatsächlich, glaube ich, ne? Alles klar. Ja, okay, doofes Timing. Das war doofes Timing mit meiner Sofortattacke. Mit der Ladeattacke, das war dumm, das war dumm. Ich muss beten, wenn der Gegner kein Orkan hat, gewinne ich das. Komm schon, wie geil ist das denn? Dafür hast du dir 2 Schilder aufgehoben zum Sweepen? Perfekt, schöne Sache. Ist ja geil, dass ich hinten Togekiss habe, ne? Bitte kein Orkan. Und ja, das ist ein Win. Das ist 100 pro ein Win. Und ja, das merkst du. Sauber. Sauber ist das geil. Okay, okay. Gut. Ah, das arme Iveltal mit 2 Schilden dachte sich so, ja, ich sweep jetzt richtig, ich bin der King. Oh, nein, ist nicht. Nicht, wenn du Finster auch auf Fokusstoß spielst, dann nicht, nein. Dann muss ich dich enttäuschen und ich muss dir dann sagen, dass Togekiss dich komplett resistiert. Easy. Einfach, weil ich besser war, so. Okay, ich glaube, ich habe jede Führung verloren, bis auf mit Kyogre, da war einfach nur neutral. Aber hier setze ich ein. Nein, komm, ich spare mir die Energie. Ich gehe jetzt raus. Jetzt habe ich immer noch eine Attacke. Okay, war vielleicht jetzt nicht die beste Idee, da reinzugehen. Eventuell hätte ich... Okay, ich nehme Riesenfehler. Togekiss niemals als Safe Switch. Ich muss mir das merken. Gerade in so einem Team Togekiss nicht als Safe Switch. Ich glaube, Melmetal wäre die bessere Version gewesen, genau. Die bessere Variation, die bessere Variante. Der bessere Plan, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall besser gewesen, da mache ich nichts. Ich muss jetzt hier einmal schilden, denn ich hau einen Flammenwurf und ziehe auch ein Schild. Entweder ziehe ich ein Schild oder ich habe die Hoffnung, dass ich dich eventuell runterfarmen kann. Das wäre top. Lass mich das Matchup hier noch gewinnen, komm schon. Damit ich später gegen Lugia mein Melmetal habe. Und nein, das wird nichts. Ich könnte hier schilden. Aber mit 0 Schilden möchte ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Ich farm dich mit Melmetal runter. Komm schon, einfach runterfarmen, bitte. 1. Ja, das haut hin, oder? Ganz knapp, du hättest jetzt die Energie gehabt. Das war knapp, das war richtig knapp. Oh, bin ich froh. Alles klar, ich habe einen guten Energievorteil. Einen sehr, sehr guten Energievorteil. Was kommt? Okay. Der Energievorteil ist hier echt, echt Latte, ne? Ich mach nichts mehr. Was soll ich machen? Das, ja, komm mal, jetzt kommt das Lugia zurück. Du wallst mich komplett. Ich kann mit Macho nichts machen gegen Lugia. Ich kann mit Melmetal nichts machen gegen Groudon. Und ja. Einfach weil du besser bist. Was soll ich machen?
Was soll ich machen? Es wird nichts mehr. Ich lasse jetzt hier die Attacke durch. Eigentlich kann ich auch nach links oben gehen, ne? Aber wir können ja hier mal ein, zwei Attacken raushauen, ne? Was mir das bringen soll, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber come on, warum nicht? Können wir uns anschauen, wie viel Schaden eventuell deine Attacken bei Melmetal auf Level 50 machen. Dann sehen wir vielleicht, was ein Luftstoß macht oder ein Himmelsfeger. Ich bin mal gespannt, das dürfte eigentlich kein Luftstoß sein. Da hast du nicht genug für gefarmt, in Ordnung. Ich glaube, mein... Ja, ich... Auch wenn ich das Ding hier mit 100 Energie verlasse, bin ich so weit unten, da reicht ein Feuerschlag in Kombination mit zwei Attacken. Ich verliere sogar den Gleichstand. Wie... Ach, come on, ich hätte entweder weiter farmen sollen oder warten, bis er einsetzt, aber so... Okay, ich muss underchargen, ne? Ich habe gar keine andere Wahl. Wir treffen nicht jedes Bubble und hoffen, dass das dann funktioniert. Aber ich glaube, er wechselt eh raus, ne? Müsste sein... Ja, ist GG. Da machen wir nichts mehr. Das war's. Können wir durchlassen. So, das hat sich dann wohl erledigt für dieses Set, denke ich mir mal. Come on, dann gehen wir raus. Two Shield Flex ist am Start bei ihm und ja. Gut gespielt, was soll ich sagen? Und alles klar, ich würde sagen, für dieses Video war's das. Hat mich gefreut, dass ihr am Start wart. Ich denke, ein Level 50 Video kommt jetzt erstmal nicht mehr. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.